alte Männerdominanzgehabe, schwieriger Fall, meistens chronisch und unheilbar, aber das heißt nichts, dass es kein Mittel dagegen gibt. Das Wichtigste ist erstmal für sich selber klar zu sein, ich bin nicht hier die Kleine, ich bin nicht die, die man irgendwie ja, betätschen kann, im schlimmsten Fall noch unangebracht. Ich bin hier, ich mache den Job, ich habe hier eine Rolle und ich bin hier wichtig. Und das sich tatsächlich auch einfach körperlich klar zu machen. Ich bin nicht Kleine, die von oft, ja irgendwie alte Männer sind ja manchmal auch größer irgendwie, ja, zu der man runtergucken kann, sondern ich stehe hier, ich habe hier auch einen Raum, ich muss mich nicht so ins Meeting stellen, das kann ich kurz vorher auf der Toilette machen, mich mal ausstrecken und gucken, wie viel Platz ich eigentlich haben kann und sich dann mit beiden Beinen hinstellen und klar machen, wenn mir da jetzt jemand auf die Schulter tätschelt, dann kann ich entweder tätschel ich auf den Ellbogen zurück oder ich mache einen Schritt zurück und stelle mich hier und sage, schön, dass wir heute alle bei dem Meeting sind, ich freue mich drauf. Also sich bloß nicht klein machen lassen. Einfach diese Strategie, diese Gestiken, das, was sie sagen, wie die einen unterbrechen, hat ja eigentlich immer zum Ziel, einen als Frau, als jüngere Frau in so eine passive, kleingemachte Rolle zu schieben. Und da einfach zu sagen, ich stehe hier in meiner Rüstung, mich macht hier niemand klein. Könnt ihr machen mit eurem alten Männer-Macho-Gehabe, dass ihr irgendwie, ja, leider irgendwie nicht mehr verlernen werdet oder vielleicht manche doch. Aber an mir prallt es ab. Das ist das Allerwichtigste, weil sobald die merken, oh Gott, was ist da gerade passiert, ich fühle mich jetzt unsicher, dann sind sie damit durchgekommen und das sollten wir.